mit Politikern anderer Parteien. Das gehört ganz dazu. Und da möchte ich nicht bespitzelt werden oder ausgehorcht oder fotografiert werden. Das gehört sich nicht zu dem aufgelösten Flügel, den es nicht mehr gibt. Auch dort Verfassungsschutz. Jetzt kann man den ja mal in dieser Form zitieren. Verfahren in Köln. Da wurde nämlich genau diese Frage erörtert, ob der in irgendeiner Weise noch relevant beziehungsweise ob er überhaupt noch existent ist. Und es wurde vom Verfassungsschutz verneint. Der Person, das ja, noch mal, die Person, Netzwerk, der Personennetzwerk existiert nach wie vor. Ja, die klassische Darf ich meine Frage aber stellen? Deswegen kann man noch nicht sagen, dass dieses Netzwerk noch existiert. Ich habe eine Frage. Also wenn Sie jetzt den Verfassungsschutz zitieren, aber gleichzeitig eben, wenn der Verfassungsschutz Er hat selbst eingestanden, dass es das Netzwerk nicht mehr gibt. Sie sind selbst an die Spitze der Partei gekommen, weil dieses Netzwerk Wie kommen Sie darauf? Kann ich? Das ist doch eine Behauptung, die Sie jetzt stellen. Also es ist doch einfach unverschämt. Herr Koppala, Sie zitieren jetzt den Verfassungsschutz und sagen, das, was die sagen, stimmt. Wenn die sagen, es ist selbst der Verfassungsschutz kann es nicht nachweisen. Darf ich sagen, wenn der Verfassungsschutz sagt, die AfD Thüringen ist gesichert rechtsextrem, stimmt das dann auch? Nein, stimmt natürlich nicht. Also das manchmal es ist ja auch Sachsen nicht. Es ist ja auch Sachsen gesichert rechtsextrem und interessanterweise Thüringen, Sachsen. Ja, Frau Maischberger, interessanterweise. Ich frage nur, also der Verfassungsschutz hat manchmal recht und manchmal nicht. Nee, hat er nicht recht. Also hat er manchmal recht und manchmal nicht. Wie kommen Sie jetzt darauf? Ja, weil Sie gerade gesagt haben, Sie haben gerade den Verfassungsschutz zitiert, dann dachte ich, manchmal hat er recht. Er selbst sagt, es gibt keinen aufgelösten Flügel in dieser Form mehr, diese Struktur existiert. Also da hat er recht, der Verfassungsschutz. Natürlich hat er da in dem Moment recht.